Ja, Leute, willkommen zurück zu Darksiders. Eden haben wir beim letzten Mal hinter uns gelassen, beziehungsweise noch sind wir da, werden es hinter uns lassen. Waren beim Baum der Erkenntnis, hatten eine Vision, die ziemlich viel aufgeklärt hat, aber auch wiederum ziemlich viele Fragen, neue Fragen aufgeworfen hat. Wer hat Krieg in der Vision die Armageddon-Klinge in den Körper gerammt und ihn somit getötet? Und ja, diese Frage wird auf jeden Fall beantwortet werden. Außerdem haben wir gesehen, dass Abaddon der Zerstörer ist und das siebte Siegel höchstpersönlich bewacht. Und wir sind jetzt auf der Suche nach der Armageddon-Klinge, denn auch von der haben wir gehört und haben den Griff oder das Heft gefunden, wie auch immer man es nennen möchte. Und Dann suchen wir jetzt die Bruchstücke der Klinge und dann muss das irgendwie wieder zusammenklöppeln. Das wird wohl Ultan machen, denn wir haben ja schon im Laufe des Spiels gesehen, dass Ultan die Klinge auch an Abaddon übergeben hat. Nee, an Azrael übergeben hat, um das Siegel zu brechen. Azrael, du warst da ja auch involviert. Das hätte ich schon fast wieder vergessen. So. Wir müssen Azrael folgen. Haben wir hier schon... nein. Wir können jetzt auf jeden Fall in den Schatten... Schlangenlöchern, so heißt es, die restlichen Gegenstände holen. Ich glaube, das war nur eins und ich habe schon wieder vergessen, von wo wir da hinreisen müssen, um das zu finden. Aber das macht ja nichts. Das finden wir ja auch so raus. So, aber Abaddon, sage ich schon. Azrael, wo führst du uns denn hin? Suche Ultan. Er wird dir helfen. Er muss dir helfen. Abaddon wird die Überreste des Schwerts verstreut haben, sie versteckt haben, wo niemand, der im Licht wandelt, sie finden kann. Das Schattenreich. Ja. Benutze die Maske der Schatten, sammle die Bruchstücke der Klinge und dann bringe sie zur Schmiede des Schwarzen Hammers. Komme zu mir, wenn dies getan ist. Vielleicht kann ich dir ein letztes Mal vor dem Ende dienen. Azrael, du hättest mich jederzeit meinem Schicksal überlassen können. Tot im Turm, verloren im Garten Eden. Warum hilfst du mir jetzt? Wenn alles vorbei ist, wird der Rat dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich werde Abaddon töten und alle, die mit ihm Ränke geschmiedet haben. Wir müssen alle für unsere Sünden büßen, Reiter. Wenn die Stunde meines Gerichts kommt, werde ich sie empfangen. Wie auch immer das Urteil lauten wird. Geh, vergeude keine Zeit mehr mit mir. Und sage Ultan, dass er die letzte Hoffnung für einen alten Narren ist. Die Klinge wurde über diese verwüstete Welt verteilt. Finde die Teile und lasse sie durch den schwarzen Hammer neu entstehen. Komme dann wieder. Finden Sie die sieben Bruchstücke der Armageddon-Klinge. Das erste wartet hier schon auf uns, quasi als Begrüßung und Einleitung, wie diese ganzen Ambosse so aussehen. Ich finde den Jingle, wenn man so ein Teil einsammelt, irgendwie seltsam. Bruchstück der Armageddon-Klinge, eines von sieben Bruchstücken der Armageddon-Klinge. Wunderbar, und jetzt müssen wir mal schauen... Ich setze erstmal die Maske wieder ab. Da sehen wir sie doch überall. Das heißt, wir müssen in viele Gebiete nochmal rein. Hier im Ascheland ist auch noch irgendwo eine. Wo waren die? Ist das die trockene Straße? Ich weiß, dass bei der trockenen Straße auf jeden Fall noch eins ist. So, lieber Wulgrim. Zu dir wollen wir auf jeden Fall. Denn ich möchte jetzt erstmal... In welchem Schlangenloch war das denn? Die letzte Schlacht steht dir also bevor.
Es ist klug von dir, die Hilfe des alten Wulgrim in Anspruch zu nehmen. Danke, danke, Wulgrim, für das Lob. So, wir wollen auf jeden Fall den Zornkern für 10.000. Oh, wir haben noch 3 Artefakte, die wir verkaufen können. Artefakte haben wir alle komplett, ne? Jawollo! 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 What the fuck? Für was war das? Einmal fürs Vervollständigen der Artefakte? Und für was noch? Ich weiß es nicht. Dann kaufen wir den Zornkern. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Und hier gab es da auch noch ein Bruchstück eines Zornkerns, oder? Wollte ich mich da? Haben wir das schon gekauft? Dann haben wir das vielleicht schon gekauft. Angriffsmäßig, ja, haben wir eigentlich soweit alles, was ich irgendwie nutze und was ich als wichtig erachte. Die Heimsuchung ist voll ausgebaut. Ich könnte die anderen Sachen jetzt kaufen, einfach um sie vielleicht irgendwie mal zu zeigen. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Kaufen Freund. Mal die Steinhaut und die Verbrennung Eine auch noch. Ausgezeichnete Wahl. Errungenschaft freigeschaltet, Zornmaschine, was auch immer, ist wahrscheinlich alle Zornfähigkeiten freischalten. Das können wir ja mal machen. Ich weiß nicht, ob es auch, gibt bestimmt auch eine Errungenschaft für das Erlernen aller Angriffe von einer Waffe. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das restliche Geld behalten, wobei wir können ein paar Lebensessenzen kaufen, oder? Du bist so weise, wie eine. Du mächtig bist. Weil wir auch nur eine benutzt haben, okay. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Die falsche Taste. Die Artefakte waren ja tatsächlich komplett. Sehr schön. Uns fehlen noch 2 Waffenerweiterungen. Wo gibt's denn die 4. legendäre? Naja, wir suchen die auf jeden Fall und werden sie natürlich auch finden. Selbstverständlich werden wir sie finden. So, uns fehlen auch noch 2 Gefäße. Da könnten wir jetzt bei Wulgrim nochmal gucken, ob wir da noch 2 irgendwie ein bisschen Zeug... Ach nee. Die kriegen wir ja nur, wenn wir sie auch in Truhen finden. Einfach so kaufen und dann sie dann ein Gefäß haben, das ging ja gar nicht. So, Schlangenlöcher, wo war da jetzt noch was? Das Ascheland. Ich will auf jeden Fall erstmal zur trockenen Straße. Ich weiß, wo da das Bruchstück der Armageddon-Klinge ist und ich... Ach, hier war das hinter uns. Das haben wir schon geholt. Okay, dann gehen wir jetzt trotzdem erstmal in die trockene Straße. Zur trockenen Straße. Nicht in die Straße, das ist schlechtes Deutsch. Sondern, werden uns dort erstmal das Bruchstück angeln. Denn das ist nicht schwer zu finden. Kann sein, dass wir da ein bisschen kämpfen müssen. So, ja, uns fehlt noch ein Lebensstein und ein Zornkern. Den Lebensstein kriegen wir, indem wir in einem dieser Schlangenlöcher das letzte Bruchstück holen. Und was haben wir dann gesagt? 2 Zornbruchstücke fehlen noch, ne? 3. Okay. Ah, und im Moment fällt mir ein, wo wir die letzte Waffenerweiterung kriegen. Die letzte legendäre. Sei gegrüßt. Hallo. Upp. Ach je. Uriel. Dies ist kein Hinterhalt, Reiter. Ich bin allein. Was eine Rolle. Ich, Uriel von der Höllenwache, Meisterin der Weißen Stadt, rufe dich, Reiter, zum Next Sacramentum. Huch. Närrin. Was ist das? Vor dem Schöpfer beanspruche ich dein Leben. Willst du auch dieses Gesetz entehren? Warum? Weil Abaddon sagte, dass du Ehre verstehst. Und weil er der Beste von uns war. Der Todesschwur kann nicht gebrochen werden, bis einer durch die Hand des anderen fällt. Ich nehme an. Das ist das Next Sacramento. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen.
Stop it, Uriel! Oh! Scheiße, das sind ja drei. Please, Uriel, stop! Oh, holy crap. Drei. Jetzt kommen wieder die Schwertor-Ohrs. Den kann man eigentlich ganz gut ausweichen. Ja, und das nächste Sakramentum. Na toll. Ja. Ja. Worauf wartest du noch? Mach dieses Weib kalt. Krieg! Wage es ja nicht wegzugehen. Das nächste Sakramentum ist mein. Ich entscheide, wann der Engel stirbt. Nicht du. Du hast einen Eid geschworen. Abaddon ist der Zerstörer. Lügner! Um dich zu schützen, hat er die Wahrheit vor dir verborgen. Du hast versprochen, deinem Herrn in die Hölle zu folgen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Oder was aus ihm werden könnte. Abaddon! Er wurde betrogen und wurde zum Feind der gesamten Schöpfung. Ich war beim Baum. Seine Gabe war die Wahrheit. Und jetzt teile ich sie mit dir. Denk an den Todesschwur. Schon bald muss er erfüllt werden. Also ja, das nächste Sakramentum, ein Todesschwur, der erst dann erlischt, wenn einer der Beteiligten vom anderen getötet wird. Das heißt, ja, wir haben Uriel jetzt verschont, aber irgendwann werden wir Uriel töten müssen. So, 5 Bruchstücke noch übrig. Dankeschön. Wo war jetzt noch die Waffenverzauberung? Ich gehe mal den Weg hier zurück. Ich meine doch fast. War die jetzt nicht hier? Können wir erstmal wieder ein paar Zombies klatschen und ein bisschen Leben regenerieren. So ein bisschen hat Uriel uns ja dann doch zugesetzt. Das ist aber gar nicht schlimm. Wir müssten eigentlich jetzt nur noch mit der Sense arbeiten, um den Zorn wieder aufzufüllen. Hier sind wir nicht richtig, allerdings. Doch! Haha, perfekt! Dann hat mich mein Gedächtnis da doch nicht im Stich gelassen. Perfekt. Sind da gerade Gegner? Habe ich gerade das Geräusch von spawnenden Gegnern gehört? Hey! Stop it! Au.
Die sind so... Wie Asso Strong. So, diese Waffenerweiterung hätten wir übrigens auch schon kriegen können. Huch. Au. Hätten wir auch schon kriegen können, ja, während wir im schwarzen Thron waren, im Endeffekt, nachdem wir den Leereläufer bekommen haben. Aber da sind wir ja nicht mal eben so einfach rausgekommen, nicht wahr? Oh, wieder schöne Glitches. Grafischer Natur. So, wir brauchen... Wie war das denn? Wie war das denn? Komme ich von hier überhaupt? Geht das überhaupt? Wir brauchen... Wir müssen, glaube ich, umswitchen. Wir brauchen den Leereläufer und aktuell nicht die Abgrundkette. Ich müsste aber von hier eigentlich durchkommen. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt hier erstmal noch die Herrschaften fertig machen. Au, Junge! Stop! Alter, warum bin ich denn so schlecht? Ich bin so heimsuchungsverwöhnt, dass ich das Kämpfen glatt verlernt habe. Komplett. Ich kann da nicht schnell genug zweimal dashen. So, dass er uns nicht trifft. Das ist ein bisschen blöd. Da ist dieser minimale Cooldown, den der Dash hat. Da weiß nicht, so eine halbe Sekunde, eine Sekunde. Also man kann nicht ununterbrochen schnell dashen. Immer diese Grafik-Glitches in den Tunneln. Das ist echt nicht schön. So, wir haben jetzt auf der anderen Seite bereits ein Portal erschaffen. Zufällig ist hier noch so ein olles Kirchenfenster. Und jetzt lassen wir das mal hochfahren und dann werden wir sehen. Dass wir so zu einer Truhe kommen. Tods Segen, dieses unheilige Siegel, pulsiert vor seltsamer, dunkler Energie und trägt das Zeichen von Kriegsbruder Tod. Wir gucken es uns natürlich an und wollen genau wissen, was es tut. Nutzungsbonus. Saugt Waffenschaden auf und verwandelt ihn in Gesundheit. Erhöht den Waffenschaden erheblich. Erhöht drastisch die Anzahl der Seelen, die von Objekten und Gegnern entrissen werden. Zusätzliche Seelen bei Zuweisung zur Sense. Was haben wir aktuell auf der Sense? Haben wir doch aktuell, bei jedem Treffer mit einer Waffe wird Zorn aufgesaugt. Genau. Achso, das gilt ja gar nicht nur für die Sense, das gilt ja für alle Waffen. Das heißt, wir können auch gut und gerne weiter mit dem Chaosfresser kämpfen. Chaosgestalt ist übrigens auch wieder voll. Diese Nutzungsboni sind ja passiv da. Wir haben hier nur einen Vorteil, wenn wir das Ding zusätzlich der Sense zuweisen. Hatten wir hier einen Nutzen bei zusätzlicher Zuweisung? Moment. Ach nee, der Passivbonus ist natürlich der... Natürlich, Entschuldigung, mein Fehler. Also den Nutzungsboni kriegen wir nur, wenn wir es auch ausgerüstet haben. Macht ja auch Sinn. Bei jedem Treffer mit einer Waffe wird Zorn aufgesaugt. Ich weiß gar nicht, ob wir Kriegspracht überhaupt brauchen, weil ich nutze die Chaosgestalt sowieso nicht so häufig. Erhöht drastisch den Gewinn an Waffenerfahrung ist mir ehrlich gesagt auch vollkommen schnurzpiep egal. Wir machen genug Schaden. Deswegen bin ich fast geneigt, Segen, sondern Wuts Umarmung. Das
Das machen wir mal. Wut zum Armung geht auf den Chaosfresser und Todsegen geht auf die Sense. Weil, wie gesagt, Kriegspracht mit dem Chaos zugewinnen, finde ich jetzt, ist, wenn man die Chaosgestalt natürlich häufig nutzt und nutzen möchte, ist das gut. Mir persönlich gefällt sie nicht so, weil abgesehen oder außer der Tatsache, dass wir wesentlich mehr Schaden machen, was ganz nett ist, sind wir aber auch ultra langsam und können das vielleicht gegen stärkere einzelne Gegner mal einsetzen. Ich hätte es vielleicht gegen Uriel einsetzen können, aber es geht halt alles auch so mit Chaosfresser und vor allem mit der voll ausgebauten Heimsuchung. Die ist halt, ja, ich würde sagen, annähernd so stark wie die Chaosgestalt. Gut, dann fehlt noch eine Waffenerweiterung. Ich habe keine Ahnung, welche das ist und wo wir sie finden. Wir werden an dieser Stelle... Boah, perfekt. Beim nächsten Mal weitermachen. Gehe ich jetzt hier direkt zurück? Wo kommen wir da hin? Ach, das gucken wir uns in der nächsten... Ah, guck mal, so sieht übrigens... Sieht ja auch mega cool aus. Ich fand es zwar vorher mit dem Rot ein bisschen cooler, muss ich sagen. Aber, Wut zur Umarmung sieht dann auch nicht so schlecht aus. Was war hier jetzt nochmal der passive... Ach so, gut, gar kein passiver Bonus. Ja gut, an in Sachen passiver Bonus fällt durch Kriegspracht jetzt halt, nein, die aktive Boni, die fällt der Gewinner an der Waffenerfahrung weg. Das ist aber nicht so schlimm. Die, wie gesagt, die Passivboni bleiben erhalten, auch wenn wir es nicht ausgerüstet haben. Insofern ist alles gut. Ich sage aber bis hierhin erstmal danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.